Hallo, hier Dark Saber und Defro ist natürlich auch wieder dabei. Und zwar. Hallöchen! Genau, erstmal Hallo sagen. Und hier ist sie. Wir haben es geschafft und sind in eine Lobby Server gekommen. Es ist sau schwer, überhaupt in einen Server zu kommen, gemeinsam. Ich weiß nicht, sind wir jetzt. Aber es fragt sich jetzt nur, wie wir in eine Gruppe kommen. Das ist wirklich eine gute Frage. Ein Haarfrey. Was? So, kann man denn per Shit. Hallo? Ah. Spiele anflüstern, handeln, Versteck suchen, zuschauen, als Freund entfernen. Nein, in Gruppe einladen. Ja! Wir sind in einer Gruppe! So, bringt uns das jetzt Applaus! Was. Wenn ich jetzt in die Küste gehe, folgst du mir automatisch. Das ist jetzt erstmal ein Test, also sorry, wenn wir hier ein bisschen so herumdoktoren. Das ist jetzt halt so. Und wie gesagt, es ist auch schwer. Moment. Und wie gesagt, es ist auch schwer mit. Also, wenn man nicht in einer Gruppe ist, in einen Server reinzukommen. Du musst bestimmt an die Küste, ne? Ja, ich bin an die Küste gegangen. Also geht das. Also ist das nicht so, okay. Sag, wenn du in der Küste bist. Ich hoffe, dass das dann nicht dann auch wieder Fashion ist, weil gibt. Bist du das? Doch, da, du bist das. Hey, cool. Okay. Ja. Jetzt seh ich doch den Namen. Ja, ich bin nichts von dir. Ich habe eine blöde Quest. Fang eine Bestie mit einem Netz. Wie soll ich das machen? Netze kaufen. Ich habe ja welche bei mir, aber ich weiß nicht, wie ich die nutzen soll. Das sehe ich gerade nicht, weil. Oder kann ich das. Kann ich, nein, ich kann. Netze kaufen! So, Moment, ich muss mal kurz hier. Also, Netze habe ich. 3 von 100. Netzlevel 1. Effektiv gegen Bessern, die. Aktivieren, um das Netz für das Einfangen von Bessern zu verwenden. Ach, ich kann es jetzt. Achso, ich kann es kaufen. Aha. Ich weiß aber nicht von. Geht da überhaupt was ab dadurch? Du hast nicht genug Währung. Ah, jetzt habe ich meine Währung dafür verschwendet. Egal, was auch immer die Währung dafür ist, das habe ich immer noch nicht raus. Oh. Hier, Kamera ist wieder da. Ja, ist egal, wir machen ja sowieso hier mehr. Just for fun, denn dies ist ein random Multiplayer Game. Die Kategorie für uns, für Sachen, die ich machen will und benutzen und wie auch immer. So QWER. Ich muss mal mit reinkommen hier. Hallo! Ich sollte wieder auf Feuer umsteigen, fällt mir gerade so nebenbei ein. Lasst meinen Partner in Ruhe. So, I ist Inventar wie immer und ich habe nichts auf. Was hast du an Rüstung? Oder was hast du an Rüstung bis jetzt? Ausweichwert 29, erfordert Stufe 2. Deine Waffe? Du hast. Was sagt dein. Du bist ja Bogenschütze, ne? Genau. Was sagt denn dein. Warte mal. Du kannst doch, glaube ich, was. Ich glaube, du kannst doch was anderes nehmen, oder? Warte mal, ich gehe mal wieder auf 1. Genau, dann habe ich wieder Feuer. Ich weiß nicht, ob du auch was anderes nehmen kannst. Achso, das dürfte, glaube ich, Eis sein. Ja, ich bin halt Bogenschütze, da werde ich wahrscheinlich nur Bogensachen benutzen. Also Pfeile. Und Bogen. Und keine Nahkampfwaffen, logischerweise. Hallo! Weg da! Heute gibt's Krabbensuppe! Toll. Erstmal locke ich hier noch mehr an. Natürlich ist dazwischen noch ein Objekt. Okay.
So, ich habe mir mal wieder ein bisschen Leben gegönnt. Na, nimm auf. Plattenweste, Rüstung 19. Was hast du für Handschuhe? Fischschuppen, Panzerhandschuhe. Ich. Rüstung 9, was? Ausweichschwert 9. Okay. Ich glaube, hier habe ich sogar ein besseres dann. Ja, aber wenn, dann sollte ich Rüstung und Ausweichschwert nehmen. Hast du einen Eisenring bei dir? Ich glaube nicht. Eisen? Kannst du anlegen? Ja, ich weiß. Ich kenne sowas aus Sacred noch. Oh Gott, auch ein Spiel, was ich Let's Playen will, wo ich sogar noch Let's Play-Folgen gemacht habe. Obwohl ich noch sonst wie viele Folgen habe. Aber auf einem anderen Rechner. Das könnte. Aber wo finden wir jetzt die Bestien, die wir mit dem Netz einfangen können? Fang deine Beste mit einem Netz. Na, stopp. So, warte. Ich muss mal kurz die Kamera weghauen. Wir die Küste. Derzeit die Position statt unbekanntes Gebiet. Questort. Also irgendwo genau hier. Fang deine Beste mit einem Netz. Okay. Ein Haspestarium. Dazu werden wir das wahrscheinlich irgendwie verwenden müssen. Vielleicht hierhin, dahin. V. Mit V irgendwie. Einfacher Bogen. Kannst du haben, wenn du willst. Ich nehme erstmal kurz alles auf und gucke, was ich davon überhaupt gebrauchen kann. Treibholz-Scepter brauche ich jetzt nicht. Naja, ist ein einfacher Bogen. Ich habe einen besseren hier. Kannst du verkaufen. Ich habe keinen Platz mehr. Und dann nehme ich das da. Ja, was kostet auch immer alles? Ich bin wieder glücklich, ich weiß. So, warte mal, ich habe hier ein rostiges Schwert. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht gebraucht werden kann. Also von mir nicht, ich habe hier eine Steinaxt. Psychischer Schaden 10 bis 17. Das ist bis jetzt das Beste, was ich habe. Kritische. Was für Werte hast du noch? Kritische Trefferchance 5%. Angriff pro Sekunde 1,30. Waffenreichweite 11. Okay, das ist wirklich besser. Dann habe ich hier noch ein. Ja, du Treibholz-Scepter ist vielleicht jetzt nicht so das Wahre. Oh, schau mal. So, ich muss mal zu diesen Viechern kommen. Aber nicht die! Nicht die! Nicht die! Hier irgendwo. Ey, ich hab doch Heilung genommen! Ach, du bist das, verstehe. Achso. Oh, hau ab. So, ich schau mal, was ich hier so. Ey, du sagst es. Machen wir mal kurz hier. So. Ich schau erstmal, was wir hier halt haben. Ich habe das Gefühl, ich laufe komplett falsch. Tust du bestimmt. Oh, Moment. Hallo! Hab ich hier die Kamera und die Lederkappe 19? Ausweichschwert. Okay, holen wir die mal hier runter.
Zwei Geistschild. Also ja, kann ich nicht gebrauchen. Rüstung 9. Ich werde halt die Rüstung nicht verlieren, deswegen. Aber Ausweichwert 19 ist natürlich auch cool. Ausweichwert 13 und Energieschild. Vielleicht ist das Energieschild auch besser als die Rüstung. Ich kenne mich da jetzt in diesem Spiel mit sowas überhaupt kaum gut aus. Geht mir genauso. Was war nochmal der physische Schaden deiner Axt? 10 bis 17. Okay, 5 bis 13 nur, okay. Ja, dann gehe ich erstmal wieder zurück und verkaufe erstmal diesen ganzen Plunder. Ach, du bist das, hi. Der Nachteil ist halt dieses ständige Hin- und Herlatschen. Oh, halt, warte mal. Du hast doch bestimmt einen freien... Ups. Ich werde gerade angerufen. Kurze Aufnahmepause. So, Hab ich eingesammelt. Okay, gut. Dann hat sie die Sache schon erledigt. Oh, Moment. Ich muss mir erstmal hier wieder das Inventar wegmachen. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Sichtweite. Yo! Meines Erachtens muss ich einfach nur hier... Eigentlich brauche ich nur den Felsen langlaufen, wenn ich will. Ah, da ist schon ein Haar. Frey. Erstmal wieder verkaufen. Ja, das ist halt... Das kenne ich halt auch noch von Secret, dieses Prozedere. Immer hin und her und verkaufen und irgendwie Währung reinbekommen. Das ist normal. Nee, nicht, ich will nicht die Truhe, ich will verkaufen. Gegenstände verkaufen. So, und das wäre dann... Ich weiß nur nicht, ob sich das mit der Leberkappe vielleicht untern lohnt. Komm, ich behalte mal die... ich weiß es halt nicht. Auf der einen Seite ist halt Ausweichwert 13. Ziemlich gut. Und Energieschild. Ich weiß nicht, inwiefern sich das lohnt. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll, ehrlich gesagt. Rüstung 19... Und hier will ich das eigentlich wegen der Rüstung nicht verkauen. Und was hat ein verschießt ein Pfeil, der Feuerschaden verursacht? Physische Schaden werden im Feuerschaden umgewandelt. Verursacht. Was war das? Von Schaden bei den Gegnern zum Sport, den Gegner zu entzünden. Ganz toll. Achso, das ist. Ach, das sind verschiedene. Verstehe. Und hier ist, mit dem Schaden, der allerdings kompletter Schaden umgewandelt wird. Ja, das wäre natürlich doof, das wegzunehmen. Auf der anderen Seite werde ich das natürlich irgendwo wieder finden, hoffe ich zumindest. Oh Gott, also das ist sowas, damit könnte ich Ewigkeiten Zeit verbringen. Unterstützprojektil. Fertigkeiten, alles klar. Ist ein Feld, der Feuerschein verursacht, für der Chance hat sein Ziel zu entzünden, bla bla bla. Mana Multiplikator 110, da 5, dafür Effektivität zu sicheren Schadens 152%. Und hier? Das gleiche. Ganz toll. Ich meine, das. Nee, das. Aber kann man hier nichts aufbessern oder so? Na, nee, das ist halt ein Spiel, wo halt alles immer nur gesockelt wird. Ah, hier. Was war das denn? Wenn das Richtung Ziel führt auch. Schließt mehr Felder auf verschiedene Ziele. Ja, okay, das ist die Fertigkeit, die ich gerade habe versagt. Und hier ist natürlich. Entschuldigung, dass ich mich so oft räuspern muss. Alles gut. Ich könnte natürlich auch eine zweite Waffenwahl nehmen und das da reinpacken. Achso, das war gerade der Countdown. Ich dachte schon wieder irgendwas anderes. Ja,
Ja, ich werde das offline mal alles schnell weghauen. Und dann geht es dann gleich mit der nächsten Folge von Path of Exile, heißt das Spiel übrigens, nebenbei erwähnt. Wow. Und dem Multiplayer Random Game. Euer Dark Saber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Defro ist auch noch irgendwo hier, hoffe ich. Und Defro? Oh. Und ich habe immer noch Disconnect-Probleme. Defro, bist du noch da? Mhm. Gut, dann nur noch ein Tschüss von uns beiden. Ja, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.